Moin zusammen, hallo Leute, ich grüße euch. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video heute machen, aber ich bin ein bisschen angeschlagen und ja, das habe ich jetzt verschoben. Mache jetzt hier nur ein kurzes, kleines Video. Ich habe auch erst überlegt, ob ich vor die Kamera gehe, ob ich das überhaupt mache, aber dann habe ich gedacht, was soll's, so ist die Therapie und das sollte man auch so zeigen, wie es ist. Ja, das ist ja bei mir so, dass ich jetzt vor knapp 4 Wochen, also es ist jetzt genau 3,5 Wochen her, das GUI erhöht habe. Und ich habe eigentlich Glück, denn diese 3,5 Wochen, also gerade am Anfang habe ich ja eine positive Veränderung gespürt. Aber so langsam ist es bei mir so, dass ich ja, also ich glaube, dass ich noch gut dran bin. Ich habe mich auch ein bisschen ausgetauscht mit anderen Betroffenen, die erhöht haben, die teils dann auch schon ihren linken Oberschenkel frei haben, aber die wirklich leiden. Und bei mir ist es eigentlich nicht so arg. Insgesamt habe ich eigentlich eine ganz gute Zeit. Allerdings heute ist es wirklich nicht besonders gut. Ich habe immer mal Tage, auch vor der Erhöhung, wo es nicht gut läuft. Aber es ist jetzt ein bisschen anders, denn was ich sonst nicht habe, sind diese Schmerzen, die ich jetzt habe. Also sonst habe ich auch Schmerzen, aber eigentlich, ja, das ist wieder schwer zu verstehen. Klar habe ich auch mal Schmerzen und ich wache auch mal auf, aber so wie es jetzt ist, so. Ich habe wieder diesen ganzen Brennschmerz und das habe ich normalerweise, habe ich Schmerzen, gerade auch im Becken und in den Beinen, nur wenn ich auch was gemacht habe, wenn ich lange gelaufen bin oder wenn ich mich überanstrengt habe. Und das habe ich im Moment überhaupt nicht. Also ich habe mich nicht überanstrengt, aber ich habe Schmerzen und die sind eben auch auffällig. So kenne ich es, so in diesem Maß kenne ich es halt nicht. Es ist aber, wie gesagt, noch nicht so schlimm, wie ich das von anderen teilweise höre und da bin ich ganz dankbar. Ja, ich habe heute, eigentlich seit gestern, Wassereinlagerungen in den Füßen. Mein ganzes Becken tut mir weh, meine Beine tun mir weh, vor allem die Oberschenkel. Und mein Nacken tut mir weh. Es ist alles irgendwie verkrampft, wahrscheinlich auch verhärtet. Ich bin froh, dass ich mein Nackenmassagegerät habe. Das hilft mir da so ein bisschen raus. Ich habe Kopfsymptome. Ich habe so also einen Druck im Kopf, ein Summen im Kopf. Ich habe eine Enge im Kopf. Zum Glück kann ich ganz gut denken. Meine Arme tun mir irgendwie ein bisschen weh. Das ist auch neu. Das habe ich so gar nicht. Meine Augen sind erschöpft, total. Ja, die möchte ich eigentlich nur geschlossen halten und nicht mehr anstrengen. Und ich bin auch erschöpft. Ich bin irgendwie selber auch erschöpft. Aber ich kann immer noch viel machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich völlig zusammenbreche oder zusammengebrochen bin, wie man das von der Fibro sonst auch kennt. Was mir aufgefallen ist noch in der letzten Zeit, ist, dass ich häufig am Niesen bin. Das hatte ich zu Beginn mit dem Guai auch. Und was auch schlimmer geworden ist, das ist die Juckerei. Kennen das welche von euch? Kennt ihr das? Dieses Jucken. Ich habe es fast nur auf dem Rücken. Der ganze Rücken juckt und ich habe auch ganz viele Pickel am Rücken wieder mehr bekommen. Also habe ich sowieso lange schon, aber nicht in diesem Ausmaß. Also das hat sich auch verstärkt. So sieht es bei mir aus mit der Erhöhung. Ich glaube, ich sehe besser aus, als ich mich fühle. Das kennt ihr bestimmt auch, dass man sich elend fühlt und keiner sieht es einem an. Man denkt immer, das muss doch eigentlich jeder sehen, aber es sieht keiner. Aber das ist auch vielleicht ganz gut so. Ja, dann ist es so, dass meine letzten Wochen waren auch insgesamt sehr anstrengend. Ich habe natürlich viel gemacht in den letzten Wochen. Ihr habt das ja auch mitverfolgt. Und ich kann auch nicht still. Also das fällt mir ganz schwer. Ich muss irgendwie immer meine Zeit nutzen. Ich habe immer das Bedürfnis, die Zeit für was Sinnvolles zu nutzen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das war früher anders. Heute Morgen habe ich noch gearbeitet, aber ich werde jetzt aufhören. Für heute ist Schluss. Aber es fällt mir dann auch wiederum schwer, still zu sitzen.
Es ist so viel Hausputz noch übrig und Bügelwäsche. Ich muss mal schauen. Wenn es gut läuft, setze ich mich hin und lese ein Buch. Ich lese im Moment das Buch von Professor Dr. Kämmerer. Krebszellen lieben Zuckerpatienten, brauchen Fett. Das ist sehr spannend und ich habe schon, ich glaube, es ist schon der dritte Anlauf, den ich jetzt genommen habe, um das Buch zu lesen. Es ist sehr spannend, aber ich habe ganz wenig Zeit und weil ich ja auch mir nicht immer alles so merken kann, fange ich immer wieder von vorne an. Und ja, ich finde es sehr spannend, das Buch. Das war mein Bericht zur Dosiserhöhung. Ich grüße euch alle und alle, die mit mir erhöht haben und drinstecken und Beschwerden haben. Ich wünsche euch ganz gutes Vorankommen, erträgliche Ausschwemmbeschwerden und drückt die Daumen. Berichtet mal. Macht's gut. Tschüss.